So, willkommen zum fünften Video. Hier geht es um die Beleuchtung des Ganzen. Momentan haben wir hier die Textur, hat überall so einen Ton. Das Ganze muss natürlich irgendwie angepasst werden, damit einige Bereiche, die stärker von der Sonne angestrahlt sind, heller werden, andere Bereiche dunkler werden, einige Bereiche vielleicht die Farbigkeit behalten. Aber um das Ganze eben dem Lichtverhältnissen anzupassen und jetzt dem Ganzen eine Plastizität zu geben. Ich fange erstmal an. Ich sag mal, alles, was diese Farbe hier hat, oder diese Ausrichtung hier hat, das kann die Farbigkeit behalten. Und an alles andere gehe ich dann halt ran. Und zwar kommt die Sonne so aus dieser Richtung. Man sieht, hier ist es besonders hell. Ich will, dass hier vielleicht noch so ein kleiner Schatten entsteht. Dass hier ein bisschen Streiflicht vielleicht dran ist, aber hier so ein kleiner Schatten reinfällt. Man sieht das, wie ich das hier gemacht habe. Schatten, nächster Schritt, aber erstmal eben um die Lichtausrichtung. Diese Seiten hier kriegen volle Pulle Licht, also muss ich erstmal alles, was in die Richtung guckt, entsprechend auswählen. Auch das mache ich wieder über meine Konturen und wähle die ganzen Bereiche dann aus. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob dieser Bereich auch in die Richtung zeigt. Ich gucke dafür einfach mal ins 3D-Modell. Das ist das hier und ja, das hat auch diese Ausrichtung. Das heißt auch, das bekommt die Farbigkeit bzw. die Helligkeit. Glasflächen sind eine eigene Geschichte. Die müssen wir jetzt nicht auswählen. Und auch die Rahmen fallen hier nicht weiter auf, wenn die am Ende recht einheitlich schwarz sind. So, wieder räume ich ein wenig mit meinem Lasso auf. Voilà. Die dürfen da bleiben. Gut, ich bin der Meinung, ich habe alles ausgewählt, was hier dran in die Richtung zeigt. Und
Dazu lege ich jetzt ganz oben, Verzeihung, eine Gruppe natürlich erstellen, eine Gruppe an Licht und Schatten. Und da hinein packe ich eine weitere Gruppe. Und das sind die Objektschatten oder Körperschatten. Das Ganze schön gelb und packen hier eine neue Einstellungsebene Belichtung hinein. Und die kriegt automatisch unsere Maske hier, sodass wir sie nur noch einstellen müssen und diese Bereiche wollen wir heller haben. Dann ordentlich von der Sonne angestrahlt. Hier habe ich sie so fast weiß. Ups, hier hin zurück. Wobei jetzt hier diese Grünstichigkeit, die das Ganze hat, uns doch ein bisschen zum Verhängnis werden könnte. Also entsättige ich das Ganze mal. Ich habe hier meinen Concrete Layer und darüber, oder meinen Concrete Ordner, und darüber packe ich nochmal einen Schwarz-Weiß Layer, um das hier alles wirklich grau zu bekommen. Dann spielen mir die Farben da nicht verrückt, wenn ich hier in der Belichtung etwas höher gehe. Jetzt nehme ich nochmal die Gamma-Korrektur ein bisschen heraus. Und kriege jetzt hier schon mal in diese Richtung zumindest Plastizität hinein. Und kann mir jetzt die nächste Richtung auswählen. Dazu nehme ich jetzt erstmal hier alles, was eine Untersicht hat. Da wieder mit dem Polygonlasso aufräumen, dann speziell hier kommt da nicht so richtig bis in die Ecken und auch hier in diesem Bereich kam ich mit dem Lasso einfach nicht rein, mit dem Zauberstab nicht hinein. Aber all solche Stellen sind am Ende wichtig. Das sind die kritischen Stellen, an denen man dann Fehler schnell erkennt. Hier drinnen diese kleinen Dreiecke haben natürlich eine Untersicht. Hier glaube ich wieder, habe ich erstmal alles und kann jetzt in meinem Körperschattenordner eine neue Einstellungsebene Belichtung anlegen und diese hier entsprechend herunterbelichten. Was mir jetzt noch fehlt, ist vor allem dieser Bereich, der sicherlich etwas mehr Sonne kriegt als dieser Bereich, aber weniger als dieser Bereich. Müssten all diese Teile sein. Hier nochmal etwas aufräumen.
und das Ganze ein wenig nachbelichten. Belichtungseinstellungsebene und das Ganze ein wenig heller machen. Die einzige Stelle, die wir jetzt noch haben, ist dieser Bereich hier, dieses kleine Stückchen. Ich weiß noch gar nicht so genau, wo das überhaupt hinzugehört. Und entsprechend lege ich mir dafür jetzt eine Maske an und schaue einfach mal, was passend aussieht. Belichtung. Ich denke, dieser Bereich hier so viel Sonne kriegt, weil er gleich mit diesen Bereichen hier ausgerichtet ist, dann sollte der auch heller werden. Hier auch etwa in dieser Farbigkeit wie das. Okay, damit hat das Ganze schon mal mehr Plastizität bekommen. Einen haben wir noch vergessen, fällt mir gerade auf, nämlich natürlich draufsichten. Ihr habt mal gesagt, das hat die gleiche Farbigkeit wie das hier, aber natürlich muss es heller sein, weil die Sonne dadurch recht direkt drauf fällt. Also wähle ich jetzt nochmal Draufsichten aus. Nein, in dem oberen Bereich gibt es natürlich keine Draufsichten. Dieses hier. Diesen Bereich nicht vergessen. Rasen lassen wir so. Der ist natürlich komplett in der Aufsicht. Und ich glaube, meinen Bereich Aufsicht habe ich jetzt auch recht gut ausgewählt. Entsprechend auch dafür nochmal einen Belichtungsbereich machen. Jetzt ja, ein wenig höher ziehen. Und auch hier gefällt mir jetzt diese Grünstichigkeit nicht mehr. Und ich werde sie sowohl hier in dem Plaster herausnehmen, als auch hier in den Teils. Wobei ich dann natürlich auch einfach hier den Farbton Sättigung, der da sowieso schon existiert, die Sättigung ganz herausnehmen kann. So, nun hat das schon mal deutlich mehr Tiefe. Was jetzt noch fehlt, ist der direkte Schatten, der Schlagschatten. Und bei dem muss man tatsächlich, das hier muss noch in diesen Ordner hier hinein, bei dem muss man tatsächlich sehr genau darauf achten, was die Wirklichkeit einem sagt. Also um sich herum gucken, wie fällt Schatten eigentlich, wie wird er beeinflusst durch die Richtung von Licht und durch Geometrie von Dingen, die ihm im Weg stehen. Ich habe mich jetzt hier für diesen sehr steilen Schatten entschieden. Da sind hier gar nicht mehr so viele Bereiche, die dadurch verschattet werden. Gerade dadurch, dass ich hier im hinteren Bereich nichts habe, was dann im Schatten liegt, sondern alles irgendwie Licht bekommt und eben vor allem hier im Vorderbereich Schatten einzeichnen muss. Schwieriges Element dabei die Treppe,
So etwa wird der Schatten da fallen. Wie kriegt man sowas raus? Ich habe mir ein digitales 3D-Modell gebaut und eine Simulation dieses Lichts gemacht. Und das ist tatsächlich was, was ich mir zumindest nicht vorstellen kann. Es hilft auch einfach mit physischen Modellen das Ganze nachzumachen. Also einfach ein paar Klötze stapeln, eine Lampe bewegen, gucken, wie fällt der Schatten und dann das Ganze anwenden auf die Zeichnung. Nun wird dieser Bereich natürlich nicht, natürlich auch Schatten an die Wand werfen. Wenn natürlich eigentlich die gesamte Wand hier verschattet ist, dennoch habe ich das hier so gezeichnet. Interessant, das ist geometrisch eigentlich falsch. Okay, umso besser. Dann werden wir das jetzt verändern. Das ist mir in der Vorlage tatsächlich nicht aufgefallen. Und werden den Schatten hier nach hinten legen. Das heißt, Schatten wird in diesem Bereich auftreten. Und diesen Schatten, den wir hier gerade vorne gezeichnet haben, können wir herauslöschen. Das heißt, wir haben auch keinen Schatten hier auf den Treppenstufen. Das macht uns das Ganze natürlich noch einfacher. Man sieht schon, das mit den Schatten ist tatsächlich nicht ganz einfach. Das heißt, ich mache jetzt hier eine Auswahl, die meine Wand trifft, parallel zu der Wand natürlich. Schneide auch hier ein Stück hinein. Punkte, die ich mit dem Polygon-Lasso gesetzt habe und rückgängig machen will, kann ich mit der Backspace-Taste und tatsächlich aber hier vielleicht noch ein klein wenig Schatten. Es ist dieser Schatten, der hier an die Wand geworfen wird. Der sollte tatsächlich ziemlich genauso aussehen wie hier. Weil wir hier an solcher Stelle verspringen. Der Schatten wird hier tiefer, geht dann weiter hier rein, springt dann wieder etwas hoch auf dem Rahmen, behält aber die ganze Zeit eine Richtung bei. Und dann hier wieder um diese Differenz hinaufzuspringen. Nein, das ist parallel dazu, also doch hier, das ist nämlich diese Steigung hier, die wir da haben. So etwa. Und das gleiche geht natürlich hier auch wieder zurück. Nein, stopp. Natürlich tut es das nicht, sondern es kommt natürlich hier oben an. Das heißt, wir müssen hier gucken, dass wir hier etwa die gleiche Steigung hinbekommen. So. Was passierte nun? Interessant. Ich habe Alt gedrückt und nicht Shift. Damit habe ich die ganze Auswahl abgezogen und nicht hinzugefügt und darf sie jetzt nochmal machen.
Also nochmal Shift klicken, diesmal ein wenig schneller. Diese natürlich entsprechend auch hier zu parallel. So. Damit liegt dieser Bereich hier hinten auch komplett im Schatten. Und das, was hier auf dem Felsen fällt, das müssen wir dann uns noch mal extra anschauen. Hier hinten wird der Schatten allerdings irgendwo aufhören. Das heißt, hier muss ich mir jetzt tatsächlich wieder Gedanken machen, wie fällt er auf meinen Treppenstufen. Vermutlich wird das ähnlich sein wie auf den anderen Stufen. So, dass mir das Ganze irgendwie so aussehen wird. Wie gesagt, hier in diesem Bereich auf dem Felsen komme ich später zu. Hier das jetzt erstmal, stellen wir jetzt erstmal unseren Belichtungsbereich und ziehen den nach unten. Einen solchen Schatten wirft natürlich auch unsere Stütze hier in diesem Winkel bis in den anderen Schattenbereich hier hinein. Natürlich mit dem gleichen Winkel das hier auch wieder abziehen. Können wir diesen Bereich hier noch hinzufügen. Hier ist so eine weiße Lücke. Das Ganze hier weiß machen. Das hier so ein Ding, dass unser Fels hier natürlich jetzt auch noch etwas Schatten bekommen soll und den zeichne ich tatsächlich einfach mit dem Stift hier ein. Der kraftvolle Pulle, schön harter Rand und jetzt mit dem weißen Stift hier ein bisschen die Konturen des Felsens nachziehen. Um dann hier irgendwo in sowieso dunkleren Bereichen des Felsens zu verschwinden. Hier oben drauf etwas versetzt, noch ein bisschen schattig. So. Ja, wieso könnte unser Schatten darauf aussehen? Ich habe noch einen kleinen Fehler gemacht hier. Das, ups. Natürlich in schwarz wieder wegpinseln. Hier sieht man jetzt auch von unseren Treppenstufenscheinen hier noch Schatten zu sein in dem Körperschattenbereich. Ah ja, der Körperschatten darf natürlich nicht auf unserem Fels hier passieren und dazu wählen wir uns unseren Fels mal aus, indem wir mit Steuerung hier auf diese, nein, auf die andere Maske klicken, diese Maske klicken, diesen Bereich hier davon abziehen, das ist alles, was in dieser Maske ist, also diese Maske abziehen mit Steuerung und Alt. Und nein. Kleine gedankliche Blockade.
Ziehen wir diesen Bereich ab, machen wir das ja einmal mit dem Lasso weg. Diesen Bereich eben ausgewählt, indem ich unseren Felsen ausgewählt habe. Dazu klicke ich mit der gedrückten Steuerungstaste auf die Maske. Auch hier unten noch den Teil entfernen. So. Der Rasen interessiert uns nicht mehr. Aber all diese Bereiche wegmachen. So. Und dieses hier machen wir jetzt eben. Körperschatten eine Maske draus. So, jetzt ist der natürlich genau falsch rum hier die Maske, also kann man mit ausgewählter Maske einfach Steuerung I, um die umzukehren. Und nun passt das Ganze. Was noch passieren wird, ist hier auf der Säule, auf der Stütze wird ein Schatten geworfen werden und der hat hier diese Rundung, die er nachvollziehen wird. So, auch das fügen wir hier dem Schlagschatten hinzu. Und das gleiche wird hier passieren, dass wir hier die Dinger verschatten. So, diese Bereiche auch verschattet. Schauen wir mal, was wir jetzt noch verschatten müssen. Hier wird dieser obere Teil einen kleinen Schlagschatten werfen. Damit hier hineinkommen. Und in diesem Bereich einen Schlagschatten werfen. Hier werden wir einen Schatten erhalten, und zwar sowohl dieses Stück hier drinnen als auch hier neben. Hier drinnen wird man wahrscheinlich nicht mehr wahrnehmen, dass das verschattet ist. Denn hier würde er sich natürlich irgendwie hier unten selbst verschatten. Also hier müsste ein Schatten drauf liegen. Ja, können wir einzeichnen. Ist aber wahrscheinlich kaum sichtbar. Na, vielleicht doch. Und damit sollten wir eigentlich weitestgehend schon alle Schatten gezeichnet haben, die wir hier brauchen. Also es hilft gerade bei so einer Perspektive immer, sich einen Kamera- oder einen Bildstandpunkt zu suchen, der möglichst wenig Schattenwurf hat. Hier stimmt noch was nicht. Das kann so noch nicht sein, dass er hier noch überall Schatten wirft, aber da nicht mehr. Wahrscheinlich in diesem Bereich hier noch was dazufügen.
Hier der Schattenfeld. Dann wird er auch hier noch fallen. Dass wir hier einfach wahrscheinlich eher so eine Abtreppung haben. Schauen wir mal, wie das aussieht. Dieses winzige Stück hier noch abziehen, könnte es funktionieren. So. Könnte hinhauen. Gut, jetzt haben wir alles, was wir hier als Schatten haben, sollte natürlich nun etwa diese Farbe von der Untersicht haben, denn es ist die dunkelste, der dunkelste Beleuchtungsbereich, den wir eben neben dem haben. Entsprechend etwas dunkler jetzt das Ganze bezogen auf diese Wand. Und alles, was jetzt anders belichtet ist, sollte nun natürlich dem noch wieder angepasst werden. Das heißt, in diesem Bereich, alles, was wir eben in unserem Schlagschatten ausgewählt haben, soll in unserem Körperschatten nicht drin stecken. Das heißt, in unserem Körperschatten kommt all das in Schwarz. Und nun kriegt das hier einfarbig die gleiche Schattentönung. Eins habe ich im Körperschatten noch vergessen, und zwar hier unsere runden Stützen, die natürlich einen entsprechenden Schattenwurf haben sollten. Dazu wähle ich sie einmal aus. Da kann ich mir mal wieder die Kontur zur Hilfe nehmen. Und lege hier im Körperschatten einfach eine neue Ebene an. Gehe hier auf mein Farbverlaufswerkzeug, gehe hier oben auf so einen Pfad, der ins Leere läuft. Ja, linear. Gucke, dass ich eine schwarze Farbe habe. Und vollziehe hier so einmal das nach. In diesem Bereich verliert er nun alles an Plastizität. Das heißt, den lege ich vielleicht auch in den Schlagschattenbereich. Nein, das sieht doof aus. Vielleicht mache ich einfach diesen Bereich wieder etwas heller, indem ich hier einfach mit einem Pinsel ein bisschen weiß drüber zeichne. Schauen wir mal, wie das wirkt. Noch ein bisschen. Hier im hinteren Bereich auf jeden Fall anpasse. Ja, ein bisschen ausprobieren hier. So, vielleicht muss ich auch einfach die, upsala, natürlich nicht die Deckkraft des Gesamten hier, sondern die Deckkraft dieses hier ein bisschen reduzieren. Ja, nun sieht das schon besser aus. Das gleiche natürlich hier oben. Einen Fehler habe ich noch gemacht. Die hellste Stelle muss natürlich hier sein. Wahrscheinlich sah es deshalb auch doof aus an der Stelle. Das heißt, alles, was ich hier ausgewählt habe, schauen wir nochmal, machen wir das nochmal. Also erstmal hier die Auswahl treffen. Und nun, weil das natürlich auch einen Bereich hat, der so hell ist, nämlich hier etwa, muss man diesen Bereich erstmal auf diese Helligkeit ziehen. Entsprechend hier im Körperschatten Belichtung des Ganzen hochziehen. So etwa. Und nun können wir hier hineingehen und jetzt mit einer Maske das Ganze abziehen. Also hier schwarz und in diesem Bereich das Ganze abziehen. So. Und jetzt in diesem hinteren Bereich sogar noch ein wenig hinzufügen und dazu jetzt einfach eine neue Ebene. Und upsala, gibt der natürlich die gleiche Maske wie dieser Belichtungsebene hier. Und ich möchte das Ganze eigentlich noch etwas weiter abdunkeln. Natürlich nicht die gleiche Maske, sondern wieder hier unsere Auswahl als Maske.
Farbverlauf drauf, dass der etwa so weit geht, alles klar. Weil das jetzt zum Teil weiß ist, kann man das hier in der Verrechnungsart auf Multiplizieren stellen und wieder der Kraft ein bisschen einregeln. Nun sieht es schon passiger aus. Gleiche hier oben. Auch diese Bereiche hier einmal auswählen. Die entsprechende Belichtung hinzufügen. Um sie upsala, hell zu kriegen. Und entsprechend darüber schwarze Ebenen anlegen. Leere Ebenen anlegen, in denen ich einen Farbverlauf jeweils darauf bringe oder einen Schwarz-Weiß-Verlauf. Nicht vergessen, erstmal mit dem Zauberstab-Tool auswählen, eine neue Ebene erstellen, der die Maske geben und in dieser Ebene, nicht vergessen, dann hier auf die Ebene zu klicken, entsprechend mit dem Verlaufswerkzeug einen Pfad hineinsetzen. So, nun hat auch das die gewünschte Rundheit und ich kann hier mit meinem Belichtungsbereich abschließen, sodass im nächsten Bereich dann wir zur Spiegelung kommen. Also bis dahin.